Flashlight, Taschenlampe. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, links oder rechts. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Genau. Da gehen wir hier lang. Public Parking. Ist das wahrscheinlich zu? Ja. Hier laufen wir jetzt wieder nicht die ganze Zeit. Aber hier scheint Schicht zu sein. Hier ist Ende im Gelände. Wir gucken aber mal, ob irgendeins der Häuser offen ist. Vielleicht das hier, kann man das hochheben? Nee. Schade. Die scheint da richtig zugenagelt. Ach ja, die ist noch eine Tür. Aber die ist auch noch aufgemalt, oder? Ja, leider. Naja, gut, halb so wild. Can't be opened. Wer hätte damit gerechnet, Derp? Okay. Ich muss sagen, das Spiel an sich gefällt mir. Ich habe ja mittlerweile auch herausgefunden, dass es in diesem Spiel eigentlich keine Gegner gibt. Also, nicht nur eigentlich, es gibt keine Gegner. Es ist ein Erkundungsspiel. Das soll aber jetzt natürlich nicht den Spielspaß verderben, sondern eigentlich ist das eine ziemlich lustige Sache. Es ist halt Silent Hill erkunden, die Abgründe, die sich in der Story gerade bei diesem Charakter auftun. Wobei die Story, das ist das Einzige, was ich leider zu bemängeln habe. Ich finde diese Story so ein bisschen blöd, jetzt einem Arzt dafür die Schuld zu geben. Ganz ehrlich, ich gebe doch auch, wenn ich besoffen gegen einen Baum fahren würde, nicht dem Barkeeper die Schuld, dass ich voll bin, sondern du bist doch selber schuld dran. Oder? Also wenn ihr auch irgendwie der gleichen Meinung seid oder auch eine Meinung dazu habt, dann könnt ihr die ja mal, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare schreiben. Weil ich bin hier tatsächlich der Meinung, das ist absolut seine Schuld. Es tut mir leid, ihm das so zu sagen, aber das ist halt doof gelaufen. Für ihn. Da ist der Doktor genau weniger, meiner Meinung nach weniger dran schuld. Er hat ihn wahrscheinlich, ich weiß ja noch nicht mal, wofür er überhaupt diese Schmerzmittel oder dieses Sedativum bekommen hat. Was hat er denn gehabt? Oder hat er überhaupt was gehabt? Oder wurde ihm das ohne dass er es wusste, irgendwie zugeführt? Weil dann wäre es kein Wunder, wenn es plötzlich einsetzt, kann er da nichts für. Aber solange es ihm bewusst war und der Arzt es ihm nicht gegen seinen Willen gemacht hat, ist er da wohl dann schuld. Es tut mir leid, aber es ist so. Anscheinend. Ich wüsste ehrlich gesagt, wo wir jetzt sind. Komm, wir waren jetzt Krankenhaus, Apartments. Und die Mall. Dann müssen wir jetzt langsam mal woanders hinkommen. An einen Ort. Vielleicht so ein Showdown. Ich weiß nicht, ob der Showdown jetzt schon kommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie lang das Spiel ist, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt nicht ganz so viele Leute waren, denke ich mal, das wird nicht mehr allzu viele Parts haben, das Spiel. Oh. I forgot something. Something important. Er hat etwas Wichtiges vergessen. Was denn? Hä, sind wir jetzt... Finde ich gleich wieder... Hä, waren wir hier nicht schon mal? Ich sage jetzt mal weiter nichts dazu. Ich weiß es echt nicht. Ich kann mich täuschen, aber ich dachte, wir waren hier schon mal. Ach, du meine Fresse. Da liegt ja tatsächlich wer. Ah, Alter, was geht mit dir? Schick siehst du aus. Ey, ist das der Typ von Die Fliege? Alter, was ist denn hier nur passiert? Also vor allem mit dem, wer ist das? Sind wir das? Nee. Oder? Brüste. Ja, für euch, für die Fans draußen, ja. Das sind Brüste. Das sind was ganz Feines. Eine Zange. Die will ich haben. Kann ich aber nicht. Schade, ich dachte, das hier wäre das Auto, mit dem wir den Unfall gebaut hätten. Wäre ein bisschen paradox, weil er nicht kaputt ist. Aber wir hatten ja vielleicht restauriert, wer weiß. Hier geht's rein. Hallo, kann ich hier rein? Eine leere Garage. Mysteriös. Und nächstes Mal war XY ungelöst. Warum war die Garagentür offen? Wer hat sie offen gelassen? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Was? Warum ist das nicht unser Haus? Bin jetzt komplett blöd? War das jetzt nicht der Garten zu dem Haus? Oder das? Ach, sind wir hier tatsächlich wieder bei unserem Haus? Ich war mal doch schon. Mein Fahrrad. Okay, ich bin zu Hause. Ich will nicht. Ich will nicht dort laden. Das ist gegen das Grundgesetz. Oh mein Gott. Kennt ihr das, wenn der Bildschirm mal komplett weiß ist, also irgendwann einfarbig ist und dann merkt ihr, dass euer Bildschirm übelst dreckig ist und das vorher gar nicht mitbekommen habt? So ging es mir gerade. So etwa wie diese Scheibe hier. Okay. Ja doch, etwa. Nicht ganz so heftig, aber schon ein bisschen. Okay, wir sind wieder zurück. Zu
zurück in unserem Haus, das wir verkaufen wollen. Küche. Stube, alles, so wie wir es zurückgelassen haben. Tür ist verschlossen. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt 100 pro kommen wird. Aber ich werde es mir noch ein wenig aufheben. Die Äpfel des Grauens. Oh mein Gott. Pass auf. Door is stuck. Wir haben hier... Haben wir hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Haben wir hier irgendwas gelesen? Wir gehen mal in unser Zimmer zurück. Zimmer? Genau. Hier hat alles begonnen. Hier liegt aber auch nicht der Zettel mehr. What the fuck? What the fuck? Was geht denn? Hat der Leichengarten? Was? Was ist denn hier nur los? My God, what the hell happened here? Brüste. Was hat der? Die ganze Story Plot Twist. Die ganze Story ist anscheinend in seinem Kopf gewesen, damit er sich irgendwie rechtfertigen kann, dass die Familie tot ist. Der hat sie selbst umgebracht anscheinend. Ist jetzt hier in die Küche voll mit Blut? Nein. Okay. Sollen wir zurück in den Vorgarten gehen? Ich will gar nicht. Gott sei Dank. Oh, bestimmt eine Schaufel jetzt, oder? Schaufel? Da, Schaufel. Genau, Schaufel. Oh mein Gott, sollen wir jetzt die Leichen ausgraben? Scheiße. Der hat seine Familie umgebracht, weil er auf Drogen war oder sowas. Kann das sein? Das wäre jetzt zu krank und hat sich die ganze Story nur eingebildet. Scheiße, tatsächlich. But they, Scheiße. They died in the accident. What? Why are they here? What's going on? Mist. Wir sind der Mörder unserer eigenen Familie. Wir haben unsere eigene Familie abgeschlachtet, ey. Also nicht ihr und auch nicht ich, aber der Typ. Also wir doch. Scheiße. Wir sind Mörder. Wir sollten uns stellen. Bitte meldet euch bei einer fachgerechten Stelle dafür. Oh mein Gott. Nein. Was? Wieso glaubt er denn immer noch, dass es Kaufmann war? Er hat doch selbst gesehen, was... Das kann doch gar nicht sein, dass Kaufmann das war. Wieso sollte er da jetzt schuld dran sein? Ach du Scheiße, das sind... Da haben wir da unsere... Das ist wahrscheinlich, wie wir unsere Frau... Ach, Scheiße, ey. Ich speichere erstmal. Ich glaube, den Part mache ich vielleicht, wenn wir jetzt den finalen Part haben. Ich werde jetzt einfach weiter aufnehmen und je nachdem, wie lange am Ende wird, werde ich ihn schneiden oder nicht. Damit wir hier entweder das Finale und so weiter an einem Stück erleben können. Nö. Ich will wieder zurück. Wonach sieht's denn aus? Okay, wir gehen nochmal hoch. Okay, wir können nicht nochmal hoch. Verdammt, ey. Wir sind ein kranker Mörder, der sich einfach nicht eingestehen kann, dass er seine eigene Familie umgebracht hat. Das ist echt hart. Das ist wirklich richtig hart. Okay, sagen wir mal so, Silent Hill ist nicht dafür bekannt, zimperlich zu sein, aber... Ich glaube, war das nicht bei Henry damals genauso? Hat er nicht auch seine Frau umgebracht, weil die dauernd so kränklich und war und im bettlägerig war? Weil er es nicht mehr ausgehalten hat? War das nicht so? Oder täusche ich mich jetzt komplett? Falls ihr die Story noch wisst und ich mich jetzt gerade irre oder so, also falls ich richtig liege, könnt ihr mir Bescheid sagen, das wäre super. Weil ich kenne mich da immer nicht aus mit. Kommt schon. Kommt schon. Hey, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Der Showdown wäre bei uns im Haus, aber anscheinend sind wir tatsächlich noch in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich glaube, ich mache den noch einen Schnitt, aber jetzt noch nicht. Ein bisschen mache ich noch. Ach nee, mal, wisst ihr was? Ich spiele jetzt einfach bis zum Ende durch und schneide die Folgen. Tut mir leid, dass ich mich nicht jetzt jedes Mal verabschiede und Hallo sage.
Aber so kann ich einfach besser von der Zeit her schneiden. Dann habe ich dann die Parts besser zusammen mir bastelt und schneide dann, wenn es halt soweit ist. Sind wir zur Police Station bestimmt, war. Selbst anzeigen? Vielleicht die Polizei rufen? Scheiße, ist auch natürlich wieder alles schon verwahrlost. Keiner da. Kann nur einen Weg lang gehen, mal wieder. Okay. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen mit der Maus zu schnell bin. Die kennen das noch. Ich habe das manchmal noch, dass ich gar nicht mitbekomme, dass ich in einem Let's Play bin, sondern eher, dass ich das wirklich für mich selbst gerade mache. Weil das Spiel macht mir natürlich auch Spaß, sonst würde ich es ja nicht spielen. Wieso brennt's? Oh mein Gott, was hier brennt alles? Warum denn Feuer? Was hat denn Feuer mit dem Ganzen zu tun? Hat er die Leichen verbrannt? Und dann? Aber das wäre doch Quatsch. Okay. Also ich muss sagen, das erinnert mich natürlich auch ein wenig, natürlich an jeden Silent Hill Teil, also an die Silent Hill Teile. Ganz eindeutig. Oh Gott! Alter, habe ich mich erschrocken. Jetzt lauf! Alter, lauf, 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 lauf! Nein! Nein, 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 nein! Wir sterben! Wir sind tot. Verdammt! Verdammt! Ich hab mir eben so übelst einen Arsch weggeschult, ey. Okay. Ich weiß, wir müssen uns beeilen. Ich beeile mich jetzt schon. Ich laufe jetzt hier diesmal links lang. Links ist der rechte Weg. Schnell, komm, 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 beeil dich. Was? Was? Nee, ne? Okay. Tschüss. Das ist ja gemein. Das ist ja der pure Willkür. Okay. Rechts entlang. Ich merke mir mal, ich versuche mal zu merken, rechts, links. Ja, okay, okay, ich denke mal, das ist relativ einfach. Nochmal links, nochmal links. Wir sind weit voraus. Oh Gott, nicht hängen bleiben. What? Nein! Falsch! Ah. Ich sage noch, oh, das könnte ja nicht so schwer werden. Ja, aber das nervt mich jetzt ein bisschen, weil das soll das krasse Finale sein, wo ich abhauen muss und am Ende liegt's da, scheitert es daran, dass du nicht siehst, wo du lang musst. Ah, Mist. Okay, also rechts sind nicht lang. Wir müssen jetzt hier rein. Okay, und hier hoch. Oh mein Gott. Hier ist es falsch. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich laufe einfach geradeaus. Hier rein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier rein müssen. Bitte, 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 lass es richtig gewesen sein. Oh. Komm schon. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Ja, 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 ja. Wir haben es geschafft. Aha, ja, wir haben es geschafft. Wir sind im Krankenhaus. Geil. Großartig. Wir haben es geschafft, zum Krankenhaus zu kommen. Ah, Mann. Das will hier nicht sein. Komm schon, Ladedaten. Das Hospital ist wieder, das Krankenhaus ist wieder normal? Okay. Ich beschwere mich darüber nicht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wir müssen Dr. Kaufmann finden. Das ist wohl unsere Aufgabe jetzt. Das wissen wir ja schon. Door is stuck. Locked. Okay. Gehen wir wieder hier entlang. Oh, stuck. Locked. It's broken. Locked. Gehen wir zum Exit. Stuck. Okay, wir werden jetzt wahrscheinlich Doctor's Office. Door is stuck. Locked. Ach du Scheiße. Oh oh. Ich schätze mal, wir sind hier richtig. Bitte sag mir, dass wir hier nicht jeden Augenblick sterben werden. Oh,
Oder vielleicht ist auch sowas wie bei Super Mario 64 damals, dass man die Treppe wieder hochgehen muss, um dahin zu kommen. Weil theoretisch, wenn man das jetzt so sieht, könnte man auch denken, wir gehen die Treppe gerade hoch. Fällt euch das auf? Wenn man so guckt, das macht fast keinen Unterschied. Das könnte quasi auch eine Treppe sein, die nach oben geht. Komm, wir beeilen uns. Aber ich glaube, wir müssen uns tatsächlich umdrehen. Nee, doch nicht. Oder? Nee. Okay.